Hallo, liebe Interessierte. Ich bin Oliver Frutiger. Ich bin Kinesiologe aus Interlaken im Berner Oberland und heute möchte ich das Thema Meditation mit euch besprechen. Bevor ihr gleich wieder abstellt oder bevor du gleich wieder abschaltest, vielleicht kannst du trotzdem etwas profitieren, weil das, was ich dir da erzähle, hörst du nicht überall. Das Thema Meditation begleitet mich schon seit meiner Kindheit. Ich war früher Kampfsportler und da war das ganz normal, dass man sowas wie Meditieren gemacht hat. Das hat aber eigentlich niemand mit uns besprochen, was das eigentlich ist. Wir mussten einfach etwas tun. Dann, als ich älter wurde, habe ich plötzlich bemerkt, ich war so in einer Lebenskrise, dass ich einfach von mir aus gewisse Haltungen im Bett einnahm, ohne eigentlich zu wissen, warum. Ich habe nur gespürt, es tut mir gut. Und dann bin ich dem Thema näher auf den Grund gegangen. Ich unterscheide zwei verschiedene Typen von Menschen. Die einen, die können mit der Stille umgehen. Das heißt, wenn man denen sagt, du sitzt irgendwo, wo du Ruhe hast und dann lass deine Gedanken ziehen, zum Beispiel so in einer Wolke oder sowas, vielleicht habt ihr das schon gehört, dann geht das. Dann gibt es aber noch die anderen, und das sind sehr viele. Wenn man denen sowas erzählt, dann kriegen sie gleich den Hass, weil die können einfach nicht ruhig sitzen, die können einfach nicht die Gedanken loslassen. Aber was die können, ist, sie können ihre Gedanken mit dem Inhalt füllen, der zu ihrem Wohl ist. Also Beispiel, das ist eine Technik, die man im Internet findet unter Meditation mit offenen Augen. Vielleicht magst du das mal suchen. Ich kann dir natürlich auch Tipps geben, wenn du mich anrufst, dann würde ich dir das auch erklären, wie das geht. Ich möchte das hier nicht in dem Video so im Schnellverfahren machen, weil jeder hat vielleicht ein bisschen eine andere Frage oder andere Interessen, aber die kann ich sehr gut telefonisch beantworten. Diese Technik, die kann man zum Beispiel mit Zahlen machen. Es gibt so Zahlen, Tabellen. Da schaust du einfach in die Mitte des Blattes und stellst dir eine Zahl vor, meistens sind sie durchnummeriert von 1 bis 25, es gibt auch andere Tafeln. Und dann geht es darum, dass du die Zahl findest auf dem Blatt, die du dir vorstellst. Das heißt, die 1, dann die 2, dann die 3. Und die sind irgendwo auf dem Blatt zu finden. Und deine Aufgabe ist es nicht, den Blick zu schweifen und ihn zu suchen, die Zahl zu suchen, nein. Du schaust in die Mitte des Blattes und die Zahlen kommen dir dann entgegen, wenn du dir sie vorstellst, wie sie aussieht, die 1, die 2. Man muss das machen, das ist etwas, das muss man erleben. Es gibt Menschen, denen gelingt das relativ schnell und die kommen auch schnell weiter. Die haben den Vorteil zum Beispiel, dass sie, wenn sie im Büro Tabellen machen, dann sich viel besser konzentrieren können und nicht immer die Zeile verrutscht. Du findest dann besser deine letzte Zeile, die du bearbeitet hast. Es kehrt deine innere Ruhe ein. Dein Gehirn lernt, wer bestimmt über den Inhalt, weil ich denke, bei dir ist es vielleicht auch so, dass eigentlich dein Gehirn dir irgendwelche Gedanken zuspielt und mit denen musst du dann umgehen. Das kann ärgerlich sein, es kann traurig sein, das kann alles sein. Dein Leben wird bestimmt durch die Gedanken, die dir dein Gehirn vorspielt. Und wenn du dann wieder die Führungsrolle übernimmst, dann bestimmst du, welche Gedanken in deinem Hirn auftauchen. Das hat Riesenvorteile für Ziele, um Ziele zu erreichen. Das hat Riesenvorteile, auch seine Bestimmung zu finden, wenn du auf der Suche bist.
Es bietet dir Möglichkeiten, deine Persönlichkeit zu entwickeln, auszuwickeln aus dem Wirrwarr der vorgespielten Gedanken zum Beispiel. Und das, was ich dir da erzähle, das ist keine Esoterik. Das kannst du selber prüfen. Ich muss dazu sagen, es gibt Menschen, die haben eine Sehschwierigkeit. Das heißt, die haben Schwierigkeit, dreidimensionales Sehen zu erleben. Diese Menschen haben dann mit dieser Technik eher Schwierigkeiten, obwohl ich auch einige schon erlebt habe, die es trotzdem durch beharrliches Üben erreicht haben und sind glücklich. Ich habe zum Beispiel auch ein Gerät, das die Hirnströme misst. Das ist so wie ein Stirnband. Ich zeige das jetzt nicht, weil es sollte nicht eine Dauerwerbesendung sein, mein Video. Und dann habe ich eine Drohne. Und wenn man dann weiß, wie man mit den Gedanken umgehen kann, dann kann man mit dem Stirnband, welches die Hirnströme misst, diese Drohne zum Fliegen bringen. Das muss man erleben. Das macht wahnsinnig Spaß, gerade für Kinder oder auch für Betriebsanlässe ist es ist ein Top-Spiel. Also es macht wirklich unheimlich Spaß. Es kann also auch ärgern, weil dann vielleicht der eine kann es, der andere nicht. Aber ja, es macht Spaß. Wenn du zu dem Thema Fragen hast, dann würde es mich freuen, wenn du mich anrufst. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.